Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Autonauts. Wir sind gerade dabei, wieder was Schwieriges zu versuchen, nämlich wieder mal Blumen anzupflanzen. So. Schafft das in einem Durchgang? Oh, das wird sich ausgehen. Bis Hände voll. Einpflanzen bis Hände leer. Halt! In dem Gebiet. Dann schnappst du die Gladiolen. Und pflanzt sie. Nein, richtig herum. So, und die kommen in dieses Gebiet. Schnappst du dir die Rosen? Oh. Scheiße, das sind die Falschen! Das sind die Falschen! Das sind Tulpen und keine Rosen. Trotzdem falsch, egal. Tulpen nehmen hier überhand. Ganz einfach. Und das ist auch falsch. Erst pflanzt den Shit ein. Das sind die Falschen. So, okay, wo kriegen wir Rosen her? Das sind alles Tulpen. Das sind sie auch nicht. Sind das Aster? Wo sind hier Rosen? Da sind Rosen. Komm her da. Ja, da wird wieder ordentlich gearbeitet. Das sind nämlich die richtigen. So. Du sammelst diese hier. In dem Gebiet. Und pflanzt das. In dem hier an. So. Bis Hände voll, bis Hände leer. Go. Den müssen wir es nochmal sagen. Eben nicht Tulpen, sondern Rosen. So, du darfst wieder ernten. Okay, und damit sollten wir unsere Blumen jetzt so parat haben. Hoffentlich. Eier, werden die irgendwo gelagert schon? Ja, die werden hier gelagert. Passt. Für dich habe ich nochmal eine neue Aufgabe. Du entfernst hier das Gras, bitte.
ja, diesem Gebiet am besten mal. Warum liegen hier die ganzen Steinblöcke, die keiner abgeholt hat? Willst du mich verarschen? Was ist ihm da eingefallen? Warum hat er die nicht mitgenommen? Mann, das ist manchmal schon ätzend. Warum macht er nichts? Weil er noch keine Rosen findet. Oh, und da steht auf endlos, bis Hände leer sind. Stimmt, und das müssen wir eigentlich auch so machen. Nee, die müssen leer sein, das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Wenn die nicht leer sind, funktioniert das nicht. Weniger. Ich hoffe, das funktioniert. Also das System ist schon ein bisschen ja, schwierig. Vielleicht sollten wir dem sagen, er soll die Blumen einzeln einpflanzen. Vielleicht wäre das gescheiter. Oder in Zweierpaaren oder so. Ja, wenn er das immer mit voller Hand macht, wird das sicher oft genug passieren, dass er dann keinen Platz mehr findet für die und dann kann er aber nicht weitermachen. Eben wurscht wäre, wenn es einzeln ist oder so. So, und er braucht wieder neue Felsmassen, die er bearbeiten kann. Da unten gibt es jede Menge. Meiner Steinblock. Ja. Felsmasse. Hier. Und bearbeiteter Steinblock ebenfalls hier. Go. So, das füllt sich hier langsam. Wir können mal das Ding da wegbringen, das ganze Gras, was wir brauchen. Bringen wir es ihm hier. Da ist eh oft Mangelware. Unser Gräber auf einmal hingekommen. Ah, schön, dass die das da fressen, ja dann. Oder gibt es keine Schaufeln mehr? Doch, es gibt Schaufeln. Ernte Unkraut. Achso, die haben gerade nichts zu tun. Mir geht trotzdem der Gräber ab. Oh, wir haben hier einen stehen. Okay, das ist aber nicht der, den ich suche. Boah, und hier wird schon echt schwierig langsam. Ich hoffe, das funktioniert. Boah, vor allem jetzt da. Oh Mann. Da ist er. Okay, der davon. Nee, das ist er nicht. Sag mal, wo ist der hin? Was ist bei dem schief gerannt? Oh nein, haben wir den falschen... Wir haben den falschen erwischt. Wir haben den falschen erwischt. Der ist weg. Nee, da ist er. Weil der jetzt... Weil der hier unten angefangen hat. Nee, komm, Kollege. Mach uns das Leben nicht schwer. Mach einmal den Bereich da hier oben. So. Und wir schauen uns jetzt einmal die Rezepte an.
Wir brauchen das. Wir brauchen jeweils eine Alchemiestation dafür. Wir haben eine, aber die ist für die Tabletten gedacht. Ah, da ist schon wieder eine Burg fertig. Ein Schloss fertig. 1, 2, 3. Wie ist es mit den Paintings? Leinwand, da brauchen wir eine gute Werkbank. Haben wir da noch eine übrig? Haben wir, okay. Für die Leinwand brauchen wir den Rahmen und das Rohrtuch. Werden wir hier hin machen. Das können wir gleich mal anstoßen. Boah, wir brauchen jetzt einen Bot pro Farbe. Das sind wieder 3, also das gehört echt momentan, glaube ich, schon wieder zu einem von den kompliziertesten Rezepten im ganzen Spiel. Vor allem, wenn man diese Produktionslinie von Grund auf neu erstellt. Ich meine, was hat man vorher? Das Tuch und den quadratischen Rahmen, aber mehr nicht. Das hat man, und ansonsten macht man eine Leinwand, man braucht eine Herstellung für die... Ups. Oh Gott, ist das manchmal ätzend, das Spiel. So, daher. Danke. Rohrtuch holen. Okay, das haben wir. Seidentuch ist jetzt voll und der Seidenfaden wird jetzt voll langsam. Ah, das Tuch ist schon da. Oder wir sind schon da. Und man braucht eine komplette Produktion von diesen Blumen hier erst einmal. Das ist ja Wahnsinn. Oh nein, man braucht das viermal. Viermal, dann bis Hände leer sind. Ich hole noch schnell welche. Repeat. Und warum machst du die dann nicht? Also weil das nicht gewachsen ist. Es muss extra gewachsen sein, sonst geht's nicht, ne? So. Wir können da nicht drüber bauen. Staffeleien. Wobei, die Staffeleien sind es gar nicht so. Die Alchemiestationen sind es, was da rein müssen. Was brauchen wir denn für die noch? Gute Zahnräder, und zwar en masse. Wo haben wir denn unser Ding stehen? Ah, hier. Unbearbeitete Steinblöcke haben wir jetzt auch wieder zuhauf. Da mangelt es jetzt hauptsächlich an Brettern. Wir haben sogar wieder einiges an Mörtel. Genügt das? Ne, das geht sich um genau eins nicht aus. Ja, super, toll, Leinwandherstellung. Tolle Errungenschaft. Die richtige Errungenschaft sind nachher die... Paintings, die Bilder. Ja, da kommt schon das letzte Zahnrad, was wir benötigen.
So. Geht's jetzt in der Braten da raus? Müssen wir den ganzen Bereich hier nutzen, den wir zur Verfügung haben. Oh, Junge, Junge. Rot, Gelb, Blau. Bin ja gespannt, wie das nachher gestort wird. Farbe, wie kommt das in Fässern dann daher? Dann bereiten wir am besten mal welche vor. Okay, es fehlen nur noch ein paar Bretter und dann haben wir es fertig, wie es ausschaut. Die ganzen Schlösser. Wir haben jetzt haben wir keine Baumstämme mehr. Junge! Jetzt geht uns die aus. Das ist doch nicht euer Ernst. Loi. Wer ist er? Crafter Holzbalken. Okay. Junge, lass dir Zeit, Kollege, lass dir Zeit. Oh boy. Also, dass das einmal zu wenig sein würde, hätte ich mir nicht gedacht. Aber wir haben hier noch was übrig. Okay, manche sind voll, andere leider nicht. So, jetzt gibt es mal wieder Bretter. Jetzt drängelt sich der andere wieder vor. Ist auch super für die Papierproduktion natürlich. Oh, einfache Bücher haben wir, Lexika haben wir auch. Schön. Metalleimer Rosenstrauß, immer 10 Stück. So, wie gesagt, jetzt ist das Problem, dass der da nicht weiterkommt. Okay, wir werden das jetzt so umswitchen auf einzeln. Der macht das alles jetzt einzeln ab sofort. Genauso wird es auch der beim Anpflanzer dann gehen müssen. Wo ist er denn da? Das fallen. Ist halt blöd natürlich, da geht es ja schon nicht. So. Das ist doch Wahnsinn, oder? Wie sollen wir das jemals craften? Wie soll denn das gehen? Der braucht jedes Mal einen Metalleimer. Dreimal das Ganze dann auch noch. Dann 10-mal die Blumen, 5-mal Wasser und ein Ei. Wie stellen die sich das vor? Mal abgesehen davon wird der Wassertransport leiwand. Oh, der by the way zu langsam ist. Mittlerweile. Wir brauchen einen weiteren Bot, der Wasser holt. Und uns gehen halt jetzt schon langsam die Bots aus. Also wir können jetzt bald keiner mehr machen. Wir haben nur noch 6, wir haben noch 25 jetzt zur Verfügung. Mehr geht dann nicht mehr. Okay, dann werden wir mal ein Fass hierher setzen. Wir haben da unten Wasser. Wobei, das ist sicher mehr Wasser und das wird sicher nicht passen. Das sehe ich schon kommen. Aber setzen Sie mal.
komm her da, bewegen. So. Setzen Sie mal da her. Das ist sicher das falsche Wasser. So, schnappst du einen Eimer und holst hier Wasser, ist glaube ich am nähersten. Und bringst es daher. Bis Hände leer sind, genau. Junge, Junge. Na, hier scheitert es gerade was. Warte mal, hä? Der Sammler für den Dünger hat schon mal ein großes Problem. Kommt er jetzt oder nicht? Wie denn? Ah ja, ist das noch sehr was. So, deine Hände müssen nicht voll sein, ja? Deswegen haben wir kein Holz mehr, weil keine Bäume mehr da sind. Super. Junge, Junge. Gut, Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.